Ike, du verfolgst nicht nur die Packers, sondern auch sehr gerne die Person, Aaron Rodgers. Ja. Für alle die, die ihn vielleicht jetzt nicht auf Schritt und Tritt verfolgt haben in den letzten Wochen, Monaten, Ja. der ist schon auf einem interessanten Pfad im Moment unterwegs in seinem Leben, ne? Das ist sehr richtig beschrieben. Ich glaube, jetzt hat er den spirituellen Faktor in sich entdeckt und vielleicht auch von außen entdecken lassen. Hat eine neue Freundin, die sehr spirituell mit ihm umgeht. Hat jetzt hier ein Tattoo, wo, glaube ich, zwei Drittel aller Weltverschwörungstheorien auch irgendwie auftauchen. Ist sehr streitbar, würde ich sagen, in dem, was er äußert und wie er sich äußert. Aber ich habe den Eindruck, dass er das auch bewusst macht, weil er sich als Provokateur platzieren möchte. Weil den gibt es halt sonst nicht unter den Lenkt Quarterbacks. das ab vom Sportlichen bei ihm? Ihn scheinbar nicht. Wer Back-to-Back-MVP wird, der lässt sich davon nicht ablenken. Natürlich wären Playoff-Siege auch ganz gut gewesen für ihn. Und ich glaube, deshalb spielt er auch noch, weil er mal die Playoffs wieder gewinnen will und den Super Bowl. Aber ihn scheint es nicht abzulenken. Aber es gibt auf jeden Fall den Fans eine Menge Angriffsflächen. Und ich glaube, er hat an Popularität dadurch, also zumindest halt in Deutschland immer das Gefühl, schon ein bisschen eingebüßt. In Amerika hält sich halt die Waage, wie bei allen Dingen. Es gibt zwei politische Lager und er hat sich halt für das unpopulärere Lager entschieden, würde ich mal sagen.